Hallo und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video. Ja, heute sieht es ein bisschen anders mal aus. Und zwar habe ich mir die letzten Tage, ja fast schon Monate, so ein paar Gedanken gemacht, weil mir gefällt das nicht so ganz, wie das Zeit hier auf dem Kanal läuft. Noch nicht mal unbedingt so viewmäßig und so, sondern eher, was ich alles so spielemäßig oder an sich, was ich für Videos mache, weil ich weiß nicht, irgendwie. Autos, das haut nicht mehr wirklich so viele vom Hocker. Mich jetzt auch nicht mehr so wirklich. Und ja, an sich ist es mir alles irgendwie viel zu actionmäßig geworden. Ich weiß nicht. Und deswegen habe ich mich die letzten Tage mal ein bisschen drangesetzt. Ich bin ja jetzt mit Abi fertig. Also mit dem Schriftlichen erstmal. Habe ich mich ein bisschen drangesetzt und habe mir ein kleines neues Kanalkonzept erarbeitet. Und zwar seht ihr das jetzt. Ja, ich habe mein Kanalnamen geändert. Ich heiße nicht mehr The Tiger 15, sondern bin jetzt The Unicorn 15. Ja, und wir machen ab jetzt ganz viele Einhorn-Let's Plays, weil Einhörner sind toll. Ja, und Einhörner sind an sich viel cooler als Tiger, deswegen, ja, würde ich schon sagen, ich denke mal, ihr könnt das auch verstehen, dass ich diesen Schritt dann gehe. Ja, und ich bin hier auf, bin jetzt mal auf so einer Seite. Wo es so ein paar Einhorn-Spiele gibt, die wir uns direkt mal anschauen können, weil ich meine, was gibt's besseres als Einhorn-Spiele? Ja, gucken wir uns doch das erstmal ein. Wir haben hier Robert Unicorn Attack. Das könnte doch richtig gut sein. So, gucken wir mal. Das ist schon mal auf jeden Fall sehr schön, auch mit den Schmetterlingen und so. Können wir das Ganze irgendwie auf Vollbild stellen? Oh, wir können es größer machen. Sehr schön, das ist doch perfekt. Click to play, das machen wir doch direkt mal. Oh Gott. Z. Jump. Double Jump. X. Rainbow. Okay, das klingt gut. Z und X, komische Steuerung, aber gut. Gucken wir mal. Aus irgendeinem Grund kann ich nicht springen. Okay. Aber die Musik ist auf jeden Fall sehr gut. Nee, er möchte aufs Erbrechen nicht springen. Einhorn, bitte tu mir das nicht an. Das ist doch bestimmt eine andere Taste dann. Gucken wir doch mal. Nee, unser kleines Einhorn möchte nicht. Na gut, dann halt nicht. Würde ich sagen, gucken wir uns direkt das nächste Spiel an. Wir haben immerhin 1440 Punkte bekommen. Ich meine, damit kann man schon mal zufrieden sein. So, gucken wir mal weiter. Was haben wir denn noch so? Gucken wir uns doch mal. Alles klar, so, als nächstes, ich meine, das Spiel war ja schon gut, aber ich denke mal, wir werden noch ein bisschen was. Ja, ein bisschen was Cooleres finden. Meet My Unicorn, das klingt doch unglaublich toll. Das müssen wir uns direkt anschauen. Die Werbung eigentlich nicht. Was ist das für eine Werbung? What the fuck? Ausbildungsberufe im Handwerk. Nein, wir wollen Einhörner. Also. Die Farbgebung ist auf jeden Fall sehr gut, die gefällt mir. Colorweddinggames.com, das klingt nach einer guten Seite. Können wir vielleicht auch noch mal reinschauen. So, Meet My Unicorn. Die Musik ist auf jeden Fall Bombe. Gehen wir auch mal auf Play. Oh, wir sind jetzt eine tolle Prinzessin und haben unser Einhorn ohne Horn. Warum heißt das Spiel Unicorn, wenn es nicht mal ein Einhorn ist? What the fuck? Ja gut. Gucken wir einfach mal, was haben wir denn für tolle Farben? Ich würde sagen, so ein Hot Pink, das sieht auf gar keinen Fall irgendwie komisch aus oder so. Das ist auf jeden Fall Bombe. Kackbraun als Haarfarbe können wir nehmen. Wir brauchen irgendwas, was sich gar nicht sticht am besten. Warte, das ist schon nicht schlecht. Gelb und Hot Pink, das ist die beste Farbkombination. Besser geht's gar nicht. So, dann können wir hier andere Augen einpflanzen. Ja, die sehen alle sehr lebensecht aus. Oh Gott.
Ja, das sieht gar nicht verstörend aus oder so. Also, dem geht's gut. Der, die, das, ich weiß es nicht. Ach, aber Flügel kann das die Viech bekommen, oder was? Aber kein Einhorn, aber trotzdem das Einhorn. Na gut. Haben wir halt ein Einhorn ohne Horn. Ist halt nicht horny. Ich schlag mich gleich selbst. Okay, ja, toll. Das war das beste Spiel meines Lebens. Ach nee, es geht noch weiter. Ah, es geht ja noch weiter. Ich habe ja schon gedacht, es wäre hier fertig, aber wir können ja doch ein Einhorn machen. Perfekt. Das sieht irgendwie gefährlich aus. Müsste man vielleicht abstumpfen, weil sonst müsste das irgendwie USK 18 oder so. Ach, egal. So, was kann man. Was machen wir noch? Perfekt, ich würde sagen, besser geht gar nicht. Ich Pimp My Unicorn at its best oder so. Genau. Ja. Tolles Spiel. Aber ich würde sagen, wir gucken uns trotzdem noch ein anderes Spiel an. Ich meine, man muss ja die gesamte Welt der Einhörner sich mal ein bisschen geben. Die ist so zahlreich und vielfältig und ja, was Besseres gibt es da einfach nicht. Deswegen gucken wir uns jetzt Fantastic Horse. Das Bild sieht schon mal gut aus. Das sieht irgendwie toll. Auch, ach egal. So, perfekt. Wir haben eine tolle Blume. Oh. So, ja, das sieht doch schon mal gut aus. Fantastic Horse. Oh Gott. Ja, Bombe. Was können wir denn hier machen? Wir können die Farbe ändern. Okay, das hat irgendwie einen Ausschlag. Machen wir ein schwarzes Pferd. Dann können wir die Mähne ändern. Machen wir so ein Emo-Pferd. Hier mit, schwarz mit roten Haaren. Der Schweif wird auch rot. Was können wir da? Ach, die, das haben Pferde unten. Hufe. Können wir. Was zum. Ach, ich frag gar nicht erst. Okay, oh ja, das ist perfekt, würde ich sagen. Was können wir. Ach, da kann man die Musik. Ne, die Musik ist toll, die brauchen wir. Oh, ein. Regenbögen. Regenbögen sind gut. Ja, nehmen wir doch einfach den Regenbogen und. Natürlich brauchen wir auch ein Einhorn, weil. Muss sein. Aber mit einem Stern, weil Einhörner ohne Stern sind nicht so toll wie mit Stern. Oh Gott. Oh ja, die tollen Augen können wir noch ändern. Das sieht gar nicht creepy aus, wie das Ding uns gerade anstarrt. Ich würde sagen, perfekt. Done. Und das. Ja, also das war auch nicht schlecht auf jeden Fall. Das konnte man sich auch geben, das Spiel. Das war Bombe. Ja. Alles klar, ich habe noch ein Spiel mit Unicorn entdeckt. Aber ich glaube, das. Ich weiß nicht, das wird mir, glaube ich, ein bisschen zu aufregend. Von sowas möchte ich ja eher weg. Wir können ja mal kurz einen Blick reinwerfen. Okay, wir fahren mit der Maus anscheinend. Nee, das ist zu aufregend. Das. Nee, das möchte niemand sehen, sowas. Ich meine, warum braucht man ein Motorrad, wenn man auch ein Einhorn haben kann, nicht wahr? Das Spiel heißt zwar Unicorn Rider, aber. Nee. Ich würde sagen, da gucken wir uns was anderes an. Alles klar, jetzt haben wir noch ein Spiel. Diesmal dürfen wir nicht nur ein Einhorn anziehen, sondern gleich eine ganze Herde. Deswegen, das wird auch auf jeden Fall gut. Von dressuponE.com. Das reimt sich, das ist cool. Ja. Unicorn Herd. Ach, nee, wir dürfen das anmalen, das ist ja noch besser. Das ist, da dürfen wir gleich die gesamte Vielfalt Einhörner ausprobieren. Auch wenn ich das schon gemacht habe, bin ich habe ja auch ein neues Maskottchen noch für uns auch gemacht, weil Tiger passt ja jetzt nicht mehr mit dem neuen Namen. Deswegen haben wir jetzt ein kleines Einhorn. Ich bin dafür, wir nennen es Willi. Willi, das blaue Einhorn. Alles klar.
So, oh, das wird direkt so gemacht. Okay, das ist schön. Wir müssen Willi auch hinmalen. Müssen wir die Farbe finden. Hier, machen wir so, genau. Dann die Mähne war, glaube ich, pink. Oh, ja, oh, das ist perfekt. Und dann ein goldenes Horn. Weil jedes Einhorn sollte ein goldenes Horn haben. Sehr schön, ich würde sagen, das ist perfekt. Oh ja. Gut, die anderen dürfen mir natürlich auch nicht fehlen. Das kommt hier orange, weil ist so. Und mit blauer Mähne, das sticht sich bestimmt gar nicht. Nee, das ist gut. Und ein grünes Horn. Warum? Weil es kann. Und dann brauchen wir natürlich auch noch ein Emo-Einhorn. Perfekt. Mit roten Hufen, weil es gerade irgendjemand zertreten hat. Aber wir dürfen die Hufe nicht anmalen. Schade, dann bekommen es rote Haare, alles klar. Und ein lila Horn. Weil das muss so. Okay, nein, die Berge werden. Anscheinend dürfen wir es nicht anmalen, okay. Dann werden halt die Berge lila, das ist auch gut. Und diese Musik ist auch sehr abwechslungsreich, fällt mir gerade auf, das ist perfekt. So, der Himmel muss dann natürlich grün, weil die Berge sind lila, dann ist der Himmel grün, ist ja klar. Können wir den Regenbogen einzeln anmalen oder wird er dann komplett... Wir können ihn einzeln anmalen, das ist doch perfekt. Ich habe keine Ahnung, welche Reihenfolge der Regenbogen hat. Also malen wir einfach irgendwelche random Farben hin. Das wird schon dann irgendwie passen. Bestimmt. Ist ziemlich hackelig. Also beim Gameplay müssen die noch mal ein bisschen was ändern, weil das ist nicht ganz so benutzerfreundlich. Aber gut, und dann machen wir noch einen. Na, die Farbe hatten wir schon mal. Nee, der braucht ein bisschen Liebe, der ist nicht ganz so schön. Und natürlich blaue Blumen. Wie soll es sonst anders sein? Ja, ich würde sagen, mit dem perfekten Bild war es dann auch erstmal. Ich würde mich sehr darüber freuen, wenn ihr so ein bisschen Feedback geben könntet. Ich denke aber mal, das Ganze wird schon ganz gut ankommen. Ich meine, Einhörner, wer mag keine Einhörner? Und ja, ich wünsche euch noch einen schönen 1. April. Und ja, ich mache mich dann mal auf. Und ja, demnächst kommen dann auch mal wieder richtige Videos. Alles klar. Bis denn. Tschö. Euer The Unicorn 15, aka der Fossebär. Tschö. Gott, was habe ich getan?